Hallo, Kameraden, und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Hearthstone. Standard Ranked. Ganz richtig, wir werden wieder ein bisschen Hearthstone zocken. Und weil die Quest es gerade mir befiehlt, spielen wir unser Jade-Terror-Deck. Ich habe bisher die ganze Zeit ein bisschen, also ich habe ein paar Tage jetzt nicht gespielt. Ich bin nämlich irgendwie. Ich muss zugeben, XCOM hat mich ein bisschen in den Bann wieder gezogen. Das alte Spiel noch. Auch wenn ich teilweise auf lächerliche Art und Weise dort immer verliere. Und dann von neu anfangen muss, weil ich auf Iron-Modus da spiele. Nichtsdestotrotz macht es so viel Spaß. Ich habe mich verbessert, aber manchmal verliert man einfach wegen RNG. Ja, kennen wir doch. Ich weiß nicht, ob das gut in einem Strategiespiel ist. Manchmal regt mich das sehr auf. Muss ich schon irgendwie sagen. Ist nervig. Aber egal. Kommen wir jetzt zu Hearthstone. Das hat noch mehr RNG. Ha. Oh, das ist ein Kartenspiel. Das ist okay. So, wir sind Rang 17, weil die neuen. Also, wir waren Rang 19. Ich habe mir auf 17 hochgearbeitet. Weil die neue Season gestartet ist. Oh, schaut mal, wir könnten. Aber der Marke verfügt über ganz lächerliche Karten. Am besten wäre, wir lassen wir den einfach gewähren. Und spielen, machen die nächste Runde aber auch tot mit unserer Heldenfähigkeit. Wie wär's damit? Ich meine, der macht uns dann eben für. Was macht er uns jetzt an Schaden? 2? 4 vielleicht? Im Höchstfall 6, wenn er jetzt zwei Zauber aktiviert. Aber ansonsten. Kein Problem, wie es aussieht. So, Sachen 2 Schaden. Nächsten Zug können wir den aktivieren. Dann haben wir 5. Dann sind wir im nächsten Zug bei 6 Mana. Also wenn sobald nach dem Zug, den ich aktiviert habe. Und da der Mark jetzt ziemlich langsam startet, können wir eigentlich fast schon ausgehen, weil sich das entweder schlecht gezogen hat. Weil er immer einen Mana-Wurm in Runde 2 beschworen. Oder betäuscht man doch, oder? Oh, den verstärkt er sofort. Oh. Okay, weil bei 6 Mana kommt eben der 2-2er und so weiter. Oder wir zerstören den sofort. Aber ich glaube nicht. Wir machen das auf die Art. Wir haben noch nicht viel Leben verloren, also können wir es uns leisten. Und dann nächste Runde den spielen, dann den. Und dann mal sehen, wie es weitergeht. Oh ja. Vor allem muss ich aufpassen, dass ich nicht zu nah an den. Eine schlechte Angewohnheit von mir. Nach vorne zu rücken. In den Bildschirm hinein. Muss man ab und zu mal eventuell ein bisschen reduzieren, solche schlechten Angewohnheiten. Ja, wieder den jetzt doppelt eigentlich. Ach, zwei gespielt, das ist kein Reno-Deck, okay. So, dann wissen wir das schon mal. Und jetzt kommt erst das und dann nächste Runde nochmal das. Und dann entscheiden wir uns vielleicht sogar, das zu spielen. Oder wir spielen nächste Runde einfach das. Hätten wir machen können, dann wären wär alles draufgegangen. Aber ich wollte den spielen irgendwie. Weil der auch okay ist. Was soll ich machen? Ich schätze Swipe höher ein als ein 6. Na gut, hätten wir Swipe gehabt, hätte ich eben noch den aktivieren können. Ich weiß nicht, nächsten Zug werde ich wahrscheinlich dann aber swipen. Weil er ist gerade so empicht darauf, sein fucking Feld zu behalten. Dann werden wir eben sein Feld vernichten. na, das lassen wir erstmal. Wenn ich das jetzt mache. Ah, nee. Das ist zu dämlich. Okay. So, wir können nächste Runde den und Heldenfähigkeit zum Beispiel machen. Oder den und hoffen, dass wir einen Auktionier bekommen. Und dann können wir das machen. Kann nichts gegen den gerade machen. Sein Glück und vielleicht sogar mein Tod. Oh, wir haben Auktionier bekommen, aber. Den so auszuspielen ist doof irgendwie. Sechs, ja, wir können noch nicht viel machen damit, deswegen. Deswegen ist das, glaube ich, gerade so besser.
Weil die beiden töten theoretisch Theorisian. Wenn er nichts von Hand spielen würde. Vielleicht bin ich auch schon tot. Obwohl er so einen Slow Start hatte, wenn er seine Hand quasi nur aus Spell Damage besteht, bin ich tot. Wir haben gerade mal zwei Karten im Deck, die uns gegen Schaden helfen. Ja, ich glaube, alles ist nach Plan verlaufen bei ihm. Ach, ärgerlich. Oh Mann. Ja, die perfekte Hand. Okay, ja, er hat die perfekte Hand und wir haben eine richtig scheiß Hand. Der hilft uns jetzt gar nicht. Das ist schon mal klar. Okay, das ist eine gute Karte. 4, 6, ja. Schauen wir mal, was wir bekommen. Wir haben immer noch einen im Deck, glaube ich. Schade. Fantastisch. Vielleicht hätte ich das machen sollen. Aber. Ah, das ist dumm. Wir müssen eine Karte ziehen. Okay, wir könnten den zwar loswerden, aber dann verlieren wir, trotz allem. Wir müssen schauen, dass wir irgendwas Tolles ziehen. Okay. Das war in dem Fall natürlich scheiße. Wir hatten aber auch keine wirklich gute Hand. Ich meine, zweimal den Sechser will man nicht ziehen. Ich habe recht viele Karten, die im Viererbereich gespielt werden können. Und auch Dreier ein paar, also. Aber vor allem Viererbereich, ab vier. Und logischerweise war das dann. Ja, wir hätten vielleicht zwei einfach machen sollen gegen diese Gefahr, die auf dem Feld bestand. Das wäre gut gewesen. Das hätten wir eher gebrauchen können. Die bin ich gepicht zu behalten eigentlich. Wo ich ganz bestimmte Karten haben will. Okay, wow. Ah, oh, mein Deck verarscht mich wieder. Oh mein Gott. Ich glaube, auch hier muss ich mehr Karten investieren. Komm, packen wir in jedes Deck 10 Karten rein, die ganz Karten ziehen. Denn das ist die einzige Möglichkeit, wie Decks funktionieren scheinbar. Oh, okay, wir haben was Gutes bekommen. Oh Gott. Ja, ich muss schon gestehen, dass ich. Ja, dass ich im Moment. Was hast du? Ich möchte nicht dauernd Karten ziehen. Und das als einzige Möglichkeit, ja. Okay, wir spielen gerade gegen ein Reno-Lock-Deck. Da müssen wir aufpassen. Wir ziehen aber auch keine Kreaturen. Ich habe bestimmt 15 Kreaturen noch im Deck. Und 9 Nicht-Kreaturen. Ich werde es mal daheim, ich werde es mal später nachzählen. Auf Screen. Aber ungefähr bestimmt sehr viele. Okay, komm, lass uns noch mehr Karten ziehen. Okay, wir könnten für 2 Mana irgendwas machen, aber das macht noch keinen Sinn. Deswegen lassen wir es und machen nächste Runde den plus eventuell den plus. Wir können ein bisschen was machen, theoretisch. Aber wir spielen den einfach. Und hoffen, dass wir vielleicht. Wir könnten noch richtig viel machen, aber. Es lohnt sich, glaube ich, noch nicht. Wir könnten jetzt für 4 Mana, klar, Zeugs machen, aber dann hätten wir auch keine Hand mehr. Deswegen lassen wir erstmal mit Ruhe und Gemütlichkeit gehen wir voran. Ich meine, sobald wir den Goblin auktioniert ziehen, haben wir eine Traumhand. Oh ja. Das ist wirklich traumartig. Und gegen das Deck ist tatsächlich reinmischen gut, wenn man wenig Deckkarten hat. Oh nein. Er hat seinen Kreaturen damit auch 2 Schaden gemacht, aber er ist natürlich meine Kreatur losgeworden. So, wir können jetzt zum Beispiel da 3 Schaden machen. Und den spielen. Und den da. Das ist zum Beispiel ein guter Zug. Und wir haben immer noch diese Karte. Die ist so wichtig für den Goblin-Auktionier. Das ist die beste Karte dafür. Oder wenn man Fendrill hat. Das sind 3 Karten im Deck. Ja, den kriegen wir los. Damit zum Beispiel. Und Heldenfähigkeit. Ja, machen wir. Also, der oder der wird so oder so. Nee, warte, der hat. So müssen wir es machen.
Und wir haben die Bahn frei gemacht. Oh, ich würde so gerne einen Gottchen hier, einen Auktionier haben. Mann, dieser Kato, den wir gerade haben, der ist so irrbar. Ah, ziehen wir aber nicht. Die Karte jetzt ist nicht so ideal. Die ist eigentlich dafür da, dass wir Leben kriegen. Aber stattdessen, na gut, eigentlich müssten wir die schon aktivieren, aber... Ist so wichtig, 4 Schaden. Ja. Ah, warum kriegen wir den Auktionier nicht? Das war die perfekte Auktionierhand. Oh Gott, ich hasse das. Nie kriegt man die Karten, die man haben will. Wir haben noch 8 Karten, wir haben nur noch 5. Und wir haben nur noch 10 Leben. Das ist sehr wenig. Oh Gott. Oh nein, den kriegen wir los. Oder den Rest, keine Ahnung. Kein Gätze, ja, kein Auktionier, kein... Liebe. Ah, wir müssen das leider machen. Wenn wir jetzt noch nicht tot sind, können wir so wenigstens noch vielleicht überleben. Ich habe 4 Karten, die mir den Auktionier oder ein Fendril oder sonst was geben können. Also, das ist. Und Katro. Okay, wow. So großartig gespielt hast du. Oh. Das Deck ist eigentlich so gut. Wenn man irgendwie zieht, normal und nicht lächerlich. Okay, ich wollte es offscreen nachgucken, wie das Deck gebaut ist. Ich habe es eine Weile nicht mehr gespielt, aber es lief gut eigentlich damals. Wie viele Gazinier-Auktionier haben wir denn? 2! Oh, welch Zufall. Okay. Das heißt, normalerweise... Man braucht den auch früh her. Oder seine ganzen Karten, die eben Jade-Kreaturen beschwören. Und davon hatte ich jetzt auch nicht so viele. Sind wir ehrlich, das war schon wieder nicht beschissen. Oh Gott. Und vielleicht sind wir gegen Reno-Decks nicht ganz so toll. Also gegen Reno-Lock. Weil wir gegen große Kreaturen nicht so viel machen können, wenn wir kein Feld haben. Das ist eine gute, das sind gute Karten. Ich behalte sie jetzt sogar einfach. Obwohl es wahrscheinlich nicht so toll ist, sie zu behalten, aber können wir nichts gegen tun. Ich ziehe sie sonst nicht. Ich will sie lieber auf der Hand behalten, als sie gar nicht zu ziehen. Und wir hatten schon schlechtere Hände. Gegen Aquadeck wäre unsere letzte Hand gut gewesen. Aber gegen Aggro-Deck, oh, stimmt, wir spielen gegen Schaman. Und ich habe die Hand gehalten. Okay, das ist eine gute Karte. Dann haben wir nächste Runde 3 Mana, können wir die spielen. Wie auch sonst. Dann haben wir den 1-1er und dann können wir darauf den spielen. Und dann den und so weiter. Und er hat nichts, das ist sehr gut. Saved. So, wir können auch den spielen, bloß den. Das ist okay. Wenn wir sein 1-3er oder für... Achso, der tötet den für umsonst, also bringt dir nichts. Okay, der ist einfach eine weitere Möglichkeit, mir ein Auktionier zu geben oder eine Eier. Oder... Haben wir noch was? Ich weiß nicht. Ich glaube, das sind so die besten Karten. Die ich, an die ich auch gerade denken kann. Ja, ja. Okay. Zack. Und der ist auch für Auktionier da zum Beispiel. Oder Maligus, den ich leider nicht im Deck habe, weil ich den noch nicht besitze. Ich hab den mal gehabt. Hab den aber weggetradet. Damals. Weil ich das brauchte. Okay, den nächste Runde. Wir werden dann den zerstören. Ich glaube, das ist besser. Weil ich möchte nicht, dass er mehr Karten zieht. Das ist dämlich. Also machen wir das so und beschwören noch einen nächsten herbei. So, das ist so gut. Jetzt werden wir den beschwören und hoffen. Im Moment wird nur Auktionier gut. Das sind... Warte, was? Wie viele Kreaturen haben wir eigentlich noch im Deck? Eventuell haben wir keine 5. Kreaturen im Deck.
Deswegen habe ich vielleicht leicht übertrieben vorhin. Also ich meinte, dass ich noch 15 von 24 Karten als Kreaturen hatte. Das stimmt nicht. Er hat nicht angegriffen, oder? Mit etwas Glück ziehen wir den Auktionier, dann ist das eine godlike Hand. Oder wir kriegen den als 1-1er. Das ist natürlich weniger gut. Eigentlich könnten wir auch. Wir machen es auf die Art. So. 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 Und hoffen, dass wir in der nächsten Runde irgendwas Tolles ziehen. Große Kreaturen sind vielleicht ein kleines Problem. Allerdings habe ich ein gutes Feld, wenn er keine Massenvernichtung hat, bleibt das auch so. Und selbst mit Massenvernichtung kommt der anderen 3-6er nicht einfach vorbei. Oh yeah! Also zeigen wir es ihm gleich. Rank 18. Okay, das ist nicht die Massenvernichtung, von der ich dachte, also die für mich super schlimm war. Er hat ein 1-1er bekommen, eine süße kleine Katze. Ein Hinterhofströmer. So, wir können 7 Schaden kassieren, dafür ist der tot. Ich glaube, das ist okay. Damit töten wir den kleinen. Wir rufen 4-4er noch herbei. Okay, gönn ich mir. So. Und wenn wir im nächsten Zug nicht irgendwas ziehen, was Größeres oder ein Goblin-Auktionier oder irgendwas, dann... sieht es wieder beschiss aus. Wir sind immer bei 8 Mana. Unser Gegner nicht. Aber ich glaube, ich weiß nicht, was soll ich denn noch spielen? Ich habe auch zweimal noch die Karte drin für 5 Mana, die mich 3 Karten ziehen lässt. Also ist ein bisschen was drinne. Und der tötet den. Und die beiden töten. Achso, nee, er tötet den. Stimmt, ist Spell Damage. Jetzt ein Auktionier. Jetzt auktionieren ist es gekommen. Hohoho. Das Geile ist, wir können jetzt einfach sinnlos deaktivieren, weil ich 6 Mana Kreatur habe. So. Oh, Fendre ist gut. Habe ich gehört. Dann ziehen wir 2 Karten nämlich. Oh yeah. So. Und zack. Ich würde die jetzt gut, aber wir können die noch behalten. So sinnlos aktivieren, dann wieder eine Karte ziehen, weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall eine gute Hand gehabt und wir können sogar die noch nächste Runde aktivieren, wenn Fentry überlebt. Was für ihn wichtig ist, ist den 4-4er loszuwerden und das sollte er schaffen. Außer er hat noch Massenvernichtung. Dann ist das vielleicht gerade nicht, dann überlebt er und er muss ihn damit zerstören. Außer er kriegt 2 Schaden nur. Dann kann ich ihn nicht mit der Waffe vernichten. Ich bin schon wieder vorne gekommen. Ich vergesse es immer. Und da sieht man mein Gesicht zum Teil nicht. Ich werde mich mal kurz... Egal. Ich werde einfach jetzt dran denken, nicht nach vorne zu gehen. Jetzt geht das. Er hat seinen Plan verwirklicht. Toll gemacht. Oh. Das ist eine gute Karte, habe ich gehört. Zack! Hoho! Der ist tot. Der ruft die Karte herbei. Leider ist er auch tot dann. Aber wir haben den 5-5er auch noch. Das ist okay. Jedenfalls war das ein guter Zug. Wir haben eine Kreatur für quasi umsonst. Wir haben für eine Karte zerstört und haben noch 4 Rüstungen bekommen. Ich würde sagen, das ist ziemlich geil. Okay, für 5 Mana. Ist das aber trotzdem ziemlich gut. Zerstör die Kreatur und erhalte 4 Rüstung. Das ist schon geil, so ein Effekt. So, wir haben die Karte, die kann sowas vernichten zum Beispiel. Dann könnten wir... Oh, wir können auch Karten ziehen erstmal und schauen. Ne, 6, 8, 10. Okay. Damit ich nicht sinnlos die Karte aktivieren muss. Oh, Aya ist ziemlich gut. Aya, plus Heldenfähigkeit. Bam! Haha, das scheiße drauf, den 3-6er zu vernichten. Dafür haben wir den 6-6er. Und wenn Aya zerstört werden sollte und nicht eingefroscht,
haben wir noch einen 7-7er. Aber ich glaube, ein Schaman-Deck hält gegen ein Jade-Deck immer eine Karte, ein Hex, eine Verzauberung gegen Aya auf. Denn, obwohl, dann hätte er. Nee, er hätte den Godset Auctioneer auch getötet, richtig. Nee, nee, nee. Ist okay, er könnte die Karte trotzdem haben. Gegen Aya eben als Konter. Ach Gott. Wieso muss ich denn immer nah rangehen? Ich weiß es nicht. Ich bin ein kleiner Freak. Freakly, Freak, Freak. Also, Mr. War Team, hast du was vor? 30 auf 6. Oh, nice. So, er hat einen 3-6er. Damit könnte er was töten. Dann ist seine Karte aber sicher tot. Oh, er hat noch 3 Mana, um ihn zu verzaubern. Dum dum. Verhexung heißt die Karte. Okay. Trotzdem gut. Hm. Und dann machen wir das. Töten den. Und spielen den einfach aus. Der ist gut. So, 7-7er, 6-4, 3-6. Der nächste ist ein 8-8er. Für 4 Mana. Ja, das läuft. Und wir haben noch einen Auktionier im Deck. Das heißt, wir können noch ordentlich Karten ziehen. Und noch reicht das nicht um meine Kreatur. Okay, jetzt kann er meine Kreatur. Oh, er muss beide reinsetzen im Moment. Ah, beides. Ja, das geht. Die pushen sich dann gegenseitig, so dass ich die nicht für umsonst zerstören kann. Aber ich muss eine zerstören. Das ist ja definitiv der Fall. Machen wir das so, dann mache ich weniger Schaden an meinen Kreaturen. Und wir haben gerade das Mal. Eigentlich können wir dann Facekin sogar. Und zack. So. Viel besser. Face. Ja, 7 Schaden. Hätte ich vermisst sonst. Verpasst. 7 Schaden niemals. So. Komm her. Wir haben einen Sieg zumindest heute geholt. Ein Sieg. Mit diesem tollen Deck. Ich glaube, es sollte überarbeitet werden. Ich weiß es nicht so richtig. Das sind 7, 9, 10, 11. Wir haben genug Schaden. Und tot ist er. Haha. Ja, die habe ich auch drin, nicht nur für Auktionier, sondern auch gegen Akro-Decks. Im Notfall dient sie mir also zur Hilfe. Allerdings kann man natürlich sagen, ich vermisse dann andere Karten und vielleicht sind wir dann zu sehr auf den Auktionier angewiesen. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Darf ich ja wirklich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis zum nächsten Mal dann. Ihr dürft gerne bei meinen anderen Projekten reinschauen. Und bis bald. Ciao. Ciao.